Ahoi Leute, willkommen zum nächsten Part vom TideQuest Multiplayer Let's Play mit Chantal, LaFishy, Doges und meinem süßen Skeletthelm, den ich gerade wieder gesehen habe. Ahoi. Und, ja, der ist auch noch da. Assi. Das war meine Einleitung. Ja, auf jeden Fall, wir sind immer noch in diesen komischen Katakomben-Drecks-Scheiß-Nebel. Heal, please. Nicht help. Wo bist du? Da. Oh, danke. Ich muss dich jedes Mal erstmal finden. Oh, mein Wolf ist gleich tot. Ich bin das leuchtende Teil. Hier leuchtet einfach alles. Ich leuchte ein bisschen mehr als alle anderen. Ich habe zwei leuchtende Ärmchen. Die sind grün. Oh, der eine Hund ist gestorben. Dafür stirbst du. Boah, fick dich, Geister Sifon. Ich verstehe diese Sifon-Teile gar nicht. Wieso nicht? Weiß ich nicht. Die haben irgendwie so gar kein Leben. Ist das einfach so mein Kampfstandard? Ja, das ist genau das gleiche wie deine Kampfstandarte. Nur als Geister-Scheiß. Ja. Okay. Oh. Fuck. Was? Ich wollte gerade nicht unhöflich sein und so laut ins Let's Play rübsen. Moment mal, gibt's X-Berry-Apfelsaft auch in Dosen? Ja klar, habe ich hier gerade vor mir stehen. Wusste ich nicht. Trinke ich die ganze Zeit. Ich habe noch ein Sixpack. Mich ja nie ein. Ich habe ein Sixpack normales neben mir stehen, eine Dose noch und eine Dose trinke ich gerade. Hättest mich gestern auch ruhiger einladen können. Na, habe ich ja nicht oder so und du wolltest nicht. Ja, du wolltest auch nicht zocken. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gestern Battlefield 3 Koop-Kampagne übrigens durchgespielt, die ist richtig schlecht. Okay. Ich habe nur gesehen, dass du gestern Payday gezockt hast und heute. Ja. Weißt du, heute Payday war, da, ich spiele so ganz normal Warcraft so, da schreibt so einer, alle, die höher sind als ich, werden gekickt. Und dann fragt einer, warum denn? Ja, damit ich, keine Ahnung, er hat es irgendwie auf Englisch gesagt, because I'm ahead then, oder keine Ahnung, ich weiß nicht. Auf jeden Fall dachte ich mir so, bist du behindert und am Ende kickt er mich wirklich. Dein Ernst jetzt? Ja. Richtiger Hurensohn. Nur weil ich besser bin als er oder einfach nur viel mehr Sucht so. Einfach nur weil du süchtig bist, kleiner Suchti. Ja, ich habe ja auch erst 300 Stunden oder nein, 260, 70. So viel Zeit habe ich überhaupt nicht, Alter. Ich habe auch meistens auf die ganzen Spiele keine Lust so lange. Außer auf TTT. Also auf Garry's Mod. Eigentlich nur auf TTT. Das ist richtig schlimm bei mir. Ich zocke eigentlich immer nur so ein bisschen so Spiele. Ich zocke auch ungern alleine irgendwelche Spiele. Payday spiele ich ja so gut wie nie alleine. Ja, ich weiß, aber ich habe halt keine Leute, die mit mir die ganze Zeit zocken und kein Internet, um die ganze Zeit zu zocken. Ja, fick dich doch. Heal, please. Sagt er und rannte in die Menge rein. Du brauchst mehr Energie. Alter, wie viele das sind. Habe ich ihn gerade mal dann umgebracht oder war es für eine Schockwelle? Wahrscheinlich meine Schockwelle. Übrigens, mein neuer Speer ist sehr schön. Alter, das sind so viele. Mach mal eine AOE da rein oder so. Das ist klar, dass ich keine Ahnung, was eine AOE ist. Area of Effect, glaube ich, oder so. Dingsangriff, Flächenangriff. Ja, mach ich schon die ganze Zeit. Ich mach nur Flächenangriffe, weißt du? Meine Falle hat einen getötet sogar. Alter, das ist lange gedauert. Ist da was Schönes? Nein. Oh, schade. Ich dachte, da können wir was Schönes abgreifen. Ich möchte mir das mal angucken. Ein Engel. Und... eine Leiche. Ja. Ich wollte jetzt nicht so Jesus sagen. Das kommt vielleicht falsch, wenn es nicht Jesus ist. Wer ist Jesus? Oh, Alter, noch ein Heldenmonster. Irgendwie schmeißen die uns gerade mit Helden. Alter, ich bin so gut. Ich kann einfach fast inzwischen durchgehend heilen. Das kostet mich halt extrem viel. Ansturm. Was? Der hat Ansturm als... er ist tot. Ich bin tot! Wow! Ich bin gerade fast abgenippelt. Ich habe wieder Bock auf Online-Rollenspiele, du willst ja nie eins spielen. Nee, weil ich echt überhaupt keinen Bock drauf habe, weil man da so viel Zeit reinsteckt und irgendwann der Zeitpunkt kommt, ab dem man sich was kaufen muss. Sowas hasse ich. Nein, das ist irgendwie so gar nicht so. Nein, überhaupt nicht. Nein, sofern du keine Free-to-Play-Scheiße spielst, die auf PvP aufgelegt ist, dann muss man sich nichts kaufen. Ja, ist überhaupt PvP-Scheiße. Was willst du denn online zocken zum Beispiel? Keine Ahnung. Ich habe letztens Arch Age angefangen. Arch Age ist ziemlich cool, was ich gesehen habe.
Hab ja, eigentlich nichts also gesehen. Also, ich hab da gerade was für dich aufgesammelt, glaube ich. Ja. Ach, also warte, ich hab auch noch dein Spektralmaterial. Wir wollten zwischen den Parts übrigens, Ja, machen wir sowieso nicht. Als ob wir nur in diesen scheiß Wald reingehen. Jo, ich würde da nochmal reingehen. Ja, ich auch, aber ich möchte nicht. Hab's vergessen. Vielleicht machen wir es irgendwann. Ja, auf jeden Fall ist das voll geil eigentlich, also. Ist auf jeden Fall mal was Neues, also. Ich hätte auch richtig Bock auf sowas wie Destiny, weil das einfach, das ist auch mal was Neues. Destiny ist Borderlands sozusagen, also. Wirklich, Destiny ist original ja, aber Borderlands. Echt viel schönere Grafik halt. In einem ja, komplett anderen Grafikstil. Und halt auch... Ich vergleiche es nicht mit Borderlands. Ich wüsste nicht den Vergleich zu Borderlands. Es ist einfach... Es denn, ist dann kannst du auch jedes andere Open-World-Shooter-Spiel mit Borderlands vergleichen. Ja. Aber mit dem kleinen Unterschied, dass Destiny komplett online auch funktioniert. Also du auch... Es ist halt ein MMO. Aber diese Geister machen mich richtig fertig. Ich habe richtig Angst. Diese seltsamen Soldaten. Du wärst ein Narr, wenn du dort hineingingst. Ja, ich bin ein Narr. Hier ist jetzt was Neues. Boah, ist das hier... Alter, ist das hier nebelig. Hier sind... was ist das denn? Keres. Die sind richtig ekelhaft. Überall Quests. Ach, das ist dieses... Ja, die Häuser auslöschen. Kenn ihn nicht. Da, nimm. Danke. Auch wenn das für mich sinnvoller wäre, weil ich... Naja, du machst ja auch Schaden mit deinen Meisterschaften. Eigentlich gar nicht. Wurfmesser. Okay, ein bisschen. Ja, Mädchen. Alles Gold, was die fallen lassen? Also, ich nimm alles weg, ey. Ja, aber also ich finde den Vergleich so also Borderlands und Destiny kann man schon machen, weil beides sind Online Rollenspiele, also Rollenspiel-Shooter und beides sind auf Koop auch ausgelegt. Und ja. Also ich finde, die kann man eigentlich schon vergleichen. Ja, Borderlands hat halt einen komplett anderen Humor. Also Borderlands ist ja hauptsächlich auf Humor ausgelegt. Ja. Wobei Borderlands das neue ja wohl nicht mehr so humorvoll ist. Ja, weil du Zombies Video gesehen hast, weißt du es automatisch. Wer es nicht so viel gesehen hat. Naja, Zombie hat's auf der einen Seite gesagt. Und ansonsten vertraue ich halt einfach drauf. Ich bin voll. Ihr könnt da schon weg, ne? Das ist euch klar. Ja, brav. Ich kann den Bogen nicht aufsammeln. Warte. Nimm ich ihn mit, verkauf ihn. Jetzt kann ich ihn aufsammeln. Danke. Hier. Ich muss erst mal finden, ich habe 30.000 Inventare. Genauso viel wie du. Aber ich habe mal so Destiny geguckt, so ein paar Videos, und das sieht einfach wirklich genauso aus wie Halo. Ist voll. Du hast keinen Platz mehr. Verdammt! Auf die Hose ich wollte so oft aufheben, bis du dir einfach denkst, ach fick dich doch! Lass uns mal kurz in den Stadt gehen. Die machen zwar weniger, machen viel weniger Rüstung, aber dadurch krieg ich bessere Boni. Lass mal so einen Videoblog machen oder so einen Blog machen, wo wir da einfach so überspreden. Mhm. Und wir haben einfach beide keine Ahnung davon, weil wir einfach so gut wie nichts anderes zocken. Worüber jetzt? Es ist hier ja, nicht über irgendwelche Spiele, die so da rauskommen, dann reden wir über die und haben echt gar keine Ahnung. Die dich in eine Maus verwandeln also du meinst können, so, wie jeder es macht. Einfach nur das sagen, was irgendwo auf Seiten steht. Nee, wir machen es ja cooler. Wir sehen besser dabei aus. Das stimmt wohl. Ich hab die blaue Krone verkauft, Alter. Wirklich? Ja. Aber du kaufst sie wieder zurück, oder? Ich hab sie schon wieder zurückgekauft, Alter. Boah, das war so ein Reflexverkauf. So, kann ich eh nicht benutzen. Schnell verkaufen. Läuft bald hier. Schön vor, das wäre der Verkaufs- das Verkaufsunter voll. Der ist für immer weg. Der hat mir einen blauen Gegenstand für immer verloren. Ja. Das Schlimme war, hätte ich das später verkauft, dann wäre das sogar so gewesen. Boah, ein Helm mit 100 Rüstung, Alter. Mein Helm hat auch 104 Rüstung, 108 Rüstung, ich habe auch schon 100.000 Helme.
gefunden. Die lass ich aber alle liegen oder verkauf die? Ich verkauf die auch alle. Alter, ich muss ganz dringend zum Übergabereich, ne? Wertschöpfer habe ich, aber ich habe das andere Ding nicht. Übergabereich ist doch hier in Rodos. Ist hier eins? Ich bin nicht in Rodos. Übergabebereich ist voll. Übergabebereich ist voll. Wieso? Weil ich hab da vier blaue Waffen, zwei blaue Stäbe und drei blaue Rüstungen, zwei blaue Armschienen, eine blaue Beindings und einen blauen Hut. Ich verliere gerade übrigens meine gesamte Bewegung. Wieso? Weil ich meine ganze babylonischen Sachen ablege. In Ordnung. Weil, ist so schade. Weil ich einfach inzwischen bessere Sachen habe. Ich komme mal ganz kurz nach Rodos. Ich bin schon wieder durch dein Portal zurückgegangen. Das war danke. Ich bin schon wieder im Kampfgebiet. Ja, ich hatte keinen Übergabereich. Und ja, wir wissen, dass es nicht... Okay, jetzt laufen die. Die einen sind da nämlich jetzt auf der Dings rumgebaut. Um deine Last zu schmälern. Hallo, nein, nicht hier. Wohin geht ihr denn? Die rennt schon wieder zurück zu den kaputten Häusern. Wer? Die Leute, die wir gerettet haben. Oh, sind die doof, Alter. Die laufen jetzt die ganze Zeit hin und her. Die trainieren ein bisschen. Richtig gut. Hier brauche ich noch etwa 8,5 Minuten. Okay. Oh mein Gott, bitte mach dein Handy lautlos. Alter, kotzt mich das gerade an. Boah, ich hasse den Nachgeschmack so. Ich habe jetzt gerade 3 Stück fertig gemacht, Alter. 3 Stück war's. 3 so eine Ist es denn so scheiße schwer, dieses Handy einfach nur lautlos zu stellen? Okay, 4 Stück habe ich fertig gemacht. Ich habe 4 von diesen Dingern fertig gemacht. Okay, cool. Ich nicht. Kannst du das jetzt mal kommen? Ich will noch ein bisschen was töten. Ja, ich muss gerade erstmal alle möglichen Sachen ins Übergabereich packen, Alter. Ich habe so unglaublich viel Scheiße. Ich bin schon mal Waffenwechsel wieder mit dem Level und du? Ich bin kurz vor dir, vor dem ersten Angriff. Okay. Ich habe mein gesamtes Set ausgezogen inzwischen. Ich habe nur noch einen Teil vom Set an, das ist der Helm. Möge Hera dir wohlgesonnen sein. Weil ich noch keinen gefunden habe, der so viele gute Sachen plus macht. Wo bist du? Portal, wieso? Ach so. Dein Portal ist gerade weggegangen. Du warst nicht da, ich hatte so ein bisschen Angst gerade. Einfach so in der Matrix aufgehangen. Charakter gelöscht. Für immer. Ja, für immer. Die hören sich an wie Äffchen. Alter, bei jedem Ding was Grünes? Was war's? Was Geiles? Hä? War es irgendwas Geiles? Das war ein grüner Bogen. Achso. Willst du den haben? Nein. Du musst sowieso nie Bögen. Ja. Bögen sind echt so. Ja, ich will jetzt zweite Klasse Bogen machen. Ich muss gerade mal kämpfen. Mensch. Das Ding ist immer. Hat der richtig geklappt mit deinem zweiten. Auch so bei, zum Beispiel bei. Was ist. Was sind das denn? Empusa. Zum Beispiel bei. Bei Dead Island dachte ich mir so, oh geil, Schusswaffen. Gehst du auf Schusswaffen, voll geil. Was kommt raus? Schusswaffen, voll scheiße. Ich hab mich richtig abgefuckt, Alter. Das Spiel ist übrigens richtig lustig. Ich habe mir mal einen Trainer runtergeladen, dann habe ich unendliche Munition gehabt und dann die Zombies einfach zerfetzt. Das ist richtig lustig. Okay. Ach ja. Wollen wir nach da unten gehen und mit denen reden? Ja, gleich. Und da ist die Quest schon abgeschlossen. Glaub nicht. Warum sind die überall Geister? Ich hab Angst vor Geistern. Ich finde die auch so ein bisschen seltsam. Na ja, gut, komm. Das ist gerade zweimal ins Leere gegriffen, weil ich nicht geguckt habe, wo mein Apfelsaft steht. Alter, ich hab gestern zweimal Leg dich nicht mit Sohan angeguckt. Ich hab das zweimal geguckt, ja. Von mir den Film? Auf der DVD? Hä? Hab ich den nicht gegeben mal? Nein, ich hab den gekauft. Achso, ich hab ihn nämlich noch auf Festplatte. Danke, dass du uns geholfen hast. Das sind alle. Alter, wie viele! Einer. Und der sprintet noch ein bisschen. Der muss trainieren. Nee, ich hab ihn mir gekauft, Oder besser gesagt, meine Freundin hat ihn in der Stadt gekauft und... Du hast ihn dann einfach genommen. Nein, ich habe ihn ja abgekauft. Weil sie ihn nicht haben wollte, weil eine gute Freundin von ihr meinte, der ist voll scheiße. Und ich mir einfach dachte, Alter Mädchen, das ist der geilste Film überhaupt.
Nein, ist nicht der geilste Film. Nein, aber er ist schon ziemlich geil. Gangsterfilme sind besser. Da richtet ich übrigens dachte, auch noch weiter ohne Quest. Ich könnte es alleine schaffen. Ich hatte es fast geschafft. Hier. Medizinvorrat, danke. Ja, du hast versagt, allerdings. Oh, ich habe Medizinvorrat nochmal, weil ich noch mit ihm geredet habe. Du hast zweimal jetzt Medizinvorrat? Ja, du nicht. Keine Ahnung, warte. Doch. Scheiße. Geil. Ja, du hast mit ihm geredet, bei mir ist nichts aufgeschlossen. Ich bin mit ihm geredet, plötzlich habe ich Medizinvorrat bekommen. Alter, tut mein Ohr weh, ich brauche ganz dringend neue Kopfhörer. Ich bin ja auch gerade Rich, Nigga. Es ist richtig schlimm, also die letzten Monate, ich war ja immer pleite. Immer. Ja, einfach, weil du viel von Amazon bestellt hast. Alter, ich hab jetzt gerade gestern. Wo bist du? Hier. Ich hab gestern für 80 Euro bei Amazon bestellt. Einfach so, weil ich es gerade über hab. Ich hab's überhaupt nicht gebraucht, was ich bestellt hab. Hast du kein Geld? Ach so ist das. Was hab ich kein Geld? Für was hab ich kein Geld? Für Grimdorn. Richtig, also fällt mir gerade auch mal auf. Oh, scheiße. Ich hab's mir ja nur nicht gekauft, weil wir noch nicht zocken. Also weil wir es noch nicht aufnehmen werden. Ich will mir nicht zu viel von diesem Spiel vorwegnehmen. Ich hab schon wieder scheiß Grünbogen. Ich weiß. Vor allem immer den gleichen. Nein, er ist tot. Komm, wir müssen den anderen retten, Alter. Der stirbt mir nicht weg. Er lebt noch. Achso, den habe ich auch gerettet da oben. Hab ihn geheilt. Oh. Hilfe. Oh nein, der geht schon wieder voll in den Kampf. Nein. Er ist tot. Hat sich seine Rüstung aufgelöst? Ja. Warum ist das viel geil? Weil die wahrscheinlich so extrem gut sind. Wahrscheinlich sind die voll scheiße. Alter, wieso? Was? Das ist gruselig. Dass die uns zugucken? Ja. Er lebt aber noch. Aber nicht mehr lange, heil ihn. Nein, oh mein Gott, gut. Er ist fast gestorben. Ich hab ihn geheilt. Lass erstmal nach hier gehen. Da war ich schon. Also hier war ich schon ein bisschen. Da weiß ich, dass das hier nicht weitergeht. Also ich weiß es nicht, aber es sieht nicht so aus. Wo sind wir gekommen? Von dem großen Weg. Warum ist hier alles so laut? Ich höre hier gar nicht. Nein, bei mir. Nachbarschaftsmäßig. Richtig schlimm, dass du nicht einfach direkt nebenan wohnst. Das wäre so todeslustig. Du wirst mich den ganzen Tag schreien hören, ey. Ja. Einfach so mitten in der Aufnahme mal rüberrufen. Siehst du, ich spiele gerade so irgendwas auf Steam dann mit der Aufnahme so, hey, mach das Scheißspiel auf, wir wollen das alles aufnehmen. Dann so zurück. Halt deine Schnauze, ich nehme gerade auf. Und dann so, ja, das war mir bewusst. Warum leuchten die grün? Giftschaden wahrscheinlich. Oh mein Gott, das ist meine Farbe. Ich bin ja auch dafür, also ich bin ja sowieso den ganzen Tag irgendwie auf Kishis TS. Immer. Ernsthaft, ich gehe da nie runter. Ich pack mich dann selber sogar meistens in die AFK-Lobby. Du ziehst dich dann selber rein, statt einfach raufzuklicken. Ja, genau. Vor allem, weil ich die Rechte habe, mich selber irgendwo hinzuziehen. Ich habe gar keine Rechte, nicht mal auf meinem eigenen. Nicht mal auf meinem eigenen TS habe ich die Rechte. Du hast einen eigenen TS? Also, ja, hier auf Kishis TS, mein Channel. Nicht mal da habe ich die Rechte. Doch, du hast die Channel-Rechte. Nein. Habe ich nicht. Du bist Channel-Admin. Ja, ich darf aber auch kein Passwort festlegen und sowas. Ja, das wollte Kishi nicht. Guck mal, wie lange wir noch haben, weil da vorne ist ein Brunnen. Bitte nicht so lang. Ja, okay, das war's auch. Okay. Das ist auch 45 Sekunden. Gut, dann würde ich sagen, war's mit diesem Part. Wir gehen jetzt noch in den Wald. Wir können jetzt schon mal in den Wald gehen, damit wir es nie wieder vergessen. Ja, okay, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein und ciao. Tschüss. Wo ist denn der Wald? Lecker, 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 lecker. Hinter